Politik trifft Wirtschaft. Ein Motto, das diese Veranstaltung seit dem ersten Mal begleitet. Ich glaube, da geht es gar nicht mehr so sehr um die Chance Europa, sondern da geht es vielmehr um ich würde es Taskforce nennen oder so ähnlich. Also um eine akute Aktion, um ein akutes Handeln, das auf diesem Sektor die Zukunft des Bauens gestaltet wird. Ich glaube, als Einleitung muss man sagen, dass sich in Österreich die Forschungslandschaft so gestaltet, dass sie ganz stark auf der Schultern der Unternehmen liegt. Produktentwicklung in der Materialforschung sind die Unternehmen dort, wo sie sein müssen im internationalen Wettbewerb. Die Forschungsquote im Bau ist 0,2% in der übrigen Wirtschaft, das ist 2%. Muss auch immer sich bewusst sein, also wenn man aktiv ist in diesem Bereich, dass man auch einen gewissen Pionierrabatt leisten muss oder mehr Geld vielleicht zahlen muss. Die letzten drei Jahre gibt es so vier Themenschwerpunkte, zu denen geforscht wird. Das Hauptthema ist, leistbares Wohnen ist ja nicht nur in Wien, sondern, sage ich mal, in ganz Europa ein heiß diskutiertes Thema. Dann das Thema Technik und Ökologie und hier getrennt im Neubau und die Sanierung und dann natürlich auch das Thema Wohnen in Gemeinschaft. Wir wollen ja insgesamt mit der Bahn oder für die Bahn Potenziale dort erschließen, wo auch die Bahn tatsächlich ihre Systemvorteile einsetzen kann. Natürlich ist das Geld für Forschung eigentlich, so wie man das auch gehört hat, eigentlich immer zu wenig. Ja, aber ich denke, mit dem, was wir haben, können wir ganz gut aushalten. Die Meldung, dass Lafarge und Holcim als die globalen Leader im Zement hier fusionieren, war natürlich total überraschend und fast unglaublich. Dass es auch geht, ne? Dass es überhaupt geht, ja. Dass es wie wenn Mercedes und BMW fusionieren würden. Tatsache ist, dass dieses Ziel verfolgt wird. Die ist ja noch nicht vollzogen, aber es läuft dort hin. Im Vorfeld jetzt Maßnahmen, um hier die kartellrechtlichen Hürden zu schaffen. Das heißt, es müssen Betriebe abgeschlossen werden. Konkret, was interessiert uns in Österreich? Ja, Forschung, Innovation, Verbindung mit Bauen, das ist wichtig, das ist gut, das ist schön. Nur, wir können damit Preise gewinnen auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene. Nur hilft uns das Ganze gar nichts, wenn dann Bauprodukte, die nicht diese Qualität haben, aus den Nachbarländern in Österreich auf öffentlichen Baustellen eingesetzt werden. Je weniger Werkzeug ich brauche, desto größer ist die Scheinselbstständigkeit. Das vergangene Jahr war eigentlich ein schlechtes Jahr, auch für den Trockenbau, obwohl es eine sehr dynamische Branche ist. Das heutige Jahr ist deutlich besser, nicht nur die ersten 5-6 Monate und ab der Mitte des Jahres hat sich das sehr abgeflacht und wir erwarten bestenfalls ein Ergebnis, vielleicht leicht über dem des Vorjahres. Also es ist schon etwas besser geworden. Trockenbau momentan also extreme Probleme bereitet. Nämlich seriösen Unternehmen ist einfach der Preisverfall, der ausschließlich durch Billigstlohndumping zustande kommt. Was ein Planer, und ich sage bewusst nicht Architekt, sondern was Architekten und Ingenieure verbrechen oder produzieren, können sie nicht wirklich korrigieren und die 80% erleben müssen, also die Nutzer, müssen das austragen. Und ich sage immer am Anfang des Studiums verstehen sich Bauingenieure und Architekten ganz gut. Bis zum Bachelor haben wir ihnen beigebracht, wo die wirklichen Kenner sitzen. Master Degree, so heißt heute der Diplom-Ingenieur, bei einem Bachelor, das ist ein lizenzierter Studienabbrecher, da werden sie mir recht.